Wir haben nicht viel Zeit. Bringen wir es hinter uns. Ich weiß, dass manche von euch sich fürchten. Manche wollen aufgeben. Aber wir dürfen jetzt nicht nachgeben. Vielleicht können wir nicht erreichen, für was wir kämpfen. Aber wir können Gerechtigkeit für Otto finden. Hört, hört! Für Otto! Gerechtigkeit! Vater, was ist mit den Soldaten des Herzogs? Sie kommen schon den ganzen Tag näher. Ich weiß, deswegen müssen wir das jetzt tun, ehe es zu spät ist. Jetzt muss uns Andreas nur noch sagen, wer es war. Kein Zögern mehr, Andreas. Wir müssen wissen, wer Otto getötet hat. Jetzt. Kann Andreas uns überhaupt die Wahrheit sagen? Ich sage euch, damit der Gerechtigkeit Genüge getan werden kann, nicht damit ihr Rache nehmen könnt. Andreas hat recht, Gewalt ist nicht die Lösung. Wer auch immer schuldig ist, soll sich vor Gericht verantworten, nicht vor uns. Ja, ich werde darüber nicht streiten, Ulrich, wir haben keine Zeit. Nur wenn wir jetzt handeln, können wir für Gerechtigkeit sorgen. Nichts darf uns noch aufhalten. Ein Mann, ein Name, Andreas, gebt uns einfach einen Namen. Wir erledigen den Rest. Sie hat es geschafft, es ist da. Rachel hat ein Mädchen zur Welt gebracht. Still, still. Vielleicht kann das Wunder des Lebens die Gemüter aufheitern. Alle zurück, gib Rachel etwas Platz. Ja, Agnes, natürlich. Alles ist gut, Gott sei Dank. Gesund und munter, ein kleines Mädchen. Kann ich nicht aussprechen, nicht angemessen. Bei allem, was umgeht, bei allem, was hätte geschehen können. Gott sei gepriesen, Gott sei Dank, so ein Segen. Ja, Gott sei Dank, genau. Ach, Klaus. Peter, es tut mir leid, ich kann dich nicht weiter unterstützen. Ich verstehe euer Anliegen, aber ich muss meine Tochter schützen und meine Freunde. Ich habe schon Marie und Bert verloren. Ich kann das nicht nochmal durchstehen. Wenn wir den Wünschen des Herzogs nachgehen müssen, um uns zu schützen, tue ich das. Ich glaube an dein Anliegen, Peter, aber nicht um den Preis von noch mehr Gewalt. Ihr trefft die richtige Entscheidung, Klaus. Jetzt stehen Leben auf dem Spiel. Bitte entschuldigt mich, ich muss einen Moment allein sein. Oh, armer Klaus. Vielleicht hat er recht. Das ist so viel. Genau, was mit unserer Sicherheit? Vielleicht ist Gewalt nicht die Antwort. So einfach ist die Sache nicht. Wir können dir alle so einfach aufgeben. Dieser Soldat meint, der Herzog könnte der Stadt Zugeständnisse machen, wenn wir den Abt gehen lassen. Gewiss wird das ausreichen. Vielleicht reicht es, auf die Soldaten des Herzogs zuzugehen, besonders wenn ihr den Abt gehen lässt. Gewalt wird nichts lösen. Den Abt freizulassen und dafür Zugeständnisse zu erhalten, ist die beste Lösung für alle, Peter. Den Abt gehen zu lassen wäre gerecht, oder? Wenn er doch Otto nicht ermordet hat. Ihr Städter versteht nicht. Den Abt laufen zu lassen ändert gar nichts. Aber wir wissen ja jetzt, warum die Kirche so viel Steuern genommen hat. Und wir können ja begründen, warum sie nicht mehr so viel nehmen braucht jetzt. Das Problem kann ja eigentlich von uns gelöst werden. Wenn wir nicht die Erleichterung bekommen, die wir brauchen, krepieren alle Bauern am Hunger. Und was macht Tassing dann? Und Ottos Tod muss gerecht werden. Geht jetzt nicht fort, Ulrich. Glaubt mir, ich stehe nach wie vor zu euch, Peter. Aber Ulrich, das ist nicht dein Kampf. Gerade ist es gut und christlich, bei den Bauern zu stehen. Ich kann nicht anders. Verdammt seid ihr alle. Solch ein Verhalten ist waghalsig und grausam. Gerade jetzt. Raus, raus mit euch allen. Lasst Rachel ruhen. Ja, Agnes, wir gehen jetzt. Andreas, wir sind noch nicht fertig. Wir müssen Gerechtigkeit für Otto finden, bevor die Soldaten des Herzogs ankommen. Lassen wir zumindest Rachel und das Kind in Frieden. Truppen sind eingetroffen. Kein Zögern mehr, keine Unterbrechung. Sagt uns, was ihr wisst, Andreas. Gebt uns einen Namen. Gebt uns einen Namen oder die Mönche werden zusammen mit ihren kostbaren Büchern verbrennen. Wird euch einiges bringen, den Täter zur
anzugreifen. Lass uns die Mörder einfach den Männern des Herzogs übergeben. Erinnere dich an dein Versprechen, du lässt sie gehen, du wirst ihnen nichts tun. Ja, ich erinnere mich, aber zuerst müsst ihr uns geben, was wir fordern. Sagt es uns. Ich habe eine Bedingung. Himmel, Herr Gott, Sakramentmaler, wir haben für so etwas keine Zeit. Oh. Es wurde bereits genug unschuldiges Blut vergossen. Lass Kasper gehen, bevor es noch schlimmer wird. Er ist noch ein Junge, Peter. Bitte. Was? Gehen? Nur gut, der Junge kann gehen. Es ist nicht sein Kampf. Oh mein Gott, haben wir so viel da weggemacht. Was? Bitte, Kasper. Ich könnte nicht damit leben, wenn euch etwas zustieße. Nein, nein, Meister Andreas. Ich werde euch nicht verlassen. Ich weiß, dass ihr nicht wollt, aber ihr müsst. Geht zurück nach Salzburg. Zurück zu eurer Familie. Bitte. Meister Andreas, ihr werdet mich wieder unterrichten, wenn das alles vorbei ist, oder? Natürlich, Kaspar. Ich werde dir folgen. In Ordnung. Ich werde euch bald sehen, Meister. Wer hat Otto umgebracht? Okay. Hast du ein Gespräch zwischen Hanna Bergerin und Lennart Müller mitgehört? Sie sagt, sie sei froh, dass jemand Otto getötet hat, weil ein Aufstand die Pilger besuchen und schreien. Okay. Also gegen Guy haben wir auf jeden Fall 7 Sachen. Wir haben eigentlich einfach nur Hanna oder Guy. Ja, dann ist es Guy. Wir haben so viel gegen ihn. Soll ich euch das alles nochmal vorlesen? Das ist sehr viel. Schwester Amalie hat Guys Berichte bei Vater Thomas gehört. Otto hat gesehen, wie er Eintragungen im Finanzhauptbuch der Abtei gemacht hat und ihn darauf angesprochen, weil er beweisen wollte, dass die Abtei Geld hortet. Guy hat Vater Thomas berichtet, dass er Geld der Abtei veruntreut hat. Schwester Amalie hat uns erzählt, weil sie erkannt hat, dass Guy das Beichtgeheimnis missbraucht, um sicherzustellen, dass Thomas dem Abt nichts sagen kann. Jetzt muss ich zusehen, dass ich weitere Beweise für Guys Missetaten finde. Die wären: Ich habe das Hauptbuch mit den Finanzen der Abtei in der Sakristei gefunden. Bruder Guy benutzt eine Methode zur doppelten Buchführung. Seine Aufzeichnungen sind akribisch, vielleicht zu akribisch. Zwischen den Seiten befand sich ein leeres Pergament. Sein Zweck ist unklar. Ich habe frische Zitronen in Bruder Guys altem Schreibpult gefunden. Merkwürdig. Bruder Guy hat mit Zitronenschrift eine unsichtbare Nachricht auf das Pergament im Hauptbuch der Abtei geschrieben. Ich hielt das Pergament über eine Flamme und konnte so die versteckte Nachricht sichtbar machen. Es handelt sich um ein zweites kurzes Hauptbuch mit Einzahlungen, die Bruder Guy über einen Kontakt in Augsburg auf ein Bankkonto der Fugger vorgenommen hat. Das ist ein eindeutiger Beweis dafür, dass er die Abtei bestiehlt. Ich habe im Schlachthaus ein Buch gefunden, das dort ziemlich viel am Platz erscheint. Es handelt sich um ein Handbuch zur Durchführung nekromantischer Rituale. Zwischen den Seiten steckt zudem ein Blatt Papier mit handschriftlichen Notizen. Eine der handschriftlichen Anmerkungen in dem Buch über Nekromantie verwenden Begriffe aus dem Burgund. Bruder Guy ist der einzige Burgunder in Kirsau. Er muss sie geschrieben haben. Ich habe ein Glas mit Gulden, Ringen und anderen Schmuck in der Kräuterhütte des Klosters gefunden. Schwester Margarete hat Bruder Guy als den Mönch identifiziert, der es dort versteckt hat. Es war Bruder Guy. Im Auftrag des Abtes? Vielleicht werden wir die Abtei doch noch niederbrennen. Nein, Guy hat alleine gehandelt. Er hat Geld von der Abtei gestohlen. Otto wollte Guys Hauptbuch im Skriptorium sehen. Als Guy sich geweigert hat, hat Otto gesagt, dass er es auf die eine oder andere Weise schon zu Gesicht bekommen würde. Er bekam es mit Angst zu tun. Jemand würde ihn erwischen. Entweder Otto oder der Abt. Erst vor einigen Tagen hat Guy das gestohlene Geld in einem der Kräutertöpfe der Schwestern versteckt. Eine der Schwestern hat ihn erkannt und ich habe das Geld mit eigenen Augen gesehen. Ein kleiner Schatz. Klingt, als hätten die Brüder ihre Gier vom Abt erlernt. Ich habe ein Buch im Schlachthaus gefunden und bestätigt, dass Bruder Guy es dorthin gebracht hat. Das Buch war eine Anleitung in der Zauberei. Guy hat darin einen Abschnitt gekennzeichnet, um Otto zu verhexen. Zauberei? Gott stehe uns bei. Wir werden die anderen nicht anrühren, Andreas, aber wenn Bruder Guy Otto getötet hat, muss er zur Rechenschaft gezogen werden. Nun gut, Peter. Wir haben Andreas angehört, aber die schuldige Person sollte sich verteidigen dürfen. Ich habe genug gehört. Wir holen uns Guy. Oje. Sucht in der Abtei nach Bruder Guy. War er bei den anderen Mönchen? Was, wenn sie ihn beschützen? Schnell, auf zum Skriptorium. Ich habe gerade gesehen, wie Guy aus der Kirche gelaufen ist. Er war auf dem Weg zu Lennarts Mühle. Gehen wir ihm nach. Oh, ein wütender Mob. Bleibt zurück, ihr Flegel!
Das wird für euch kein gutes Ende nehmen. Bruder Geist steht unter meinem Schutz und ich werde nicht zögern, euch zu erschießen, wie die wilden Tiere, die ihr seid. Haltet euch bloß fern von meiner Mühle. Was hat er denn mit denen zu tun? Und ihr, Andreas? Ich dachte, ihr hättet etwas aus euch gemacht. Ihr seid wohl doch ebenso erbärmlich wie der ganze Rest. Okay. Ich möchte hiervon kein Teil sein. Die Bauern haben mich gezwungen. All das ist Wahnwitz. Und doch steht ihr dort mit all den anderen. Ihr hättet es sein lassen können, aber ihr musstet euch einmischen. Else, nehmt den Jungen und geht. Ihr müsst euch hier nicht einmischen. Nein, Else, komm zurück zur Mühle. Wag es nicht mehr, nicht zu gehorchen, Paul. Hörst du? Hol deine Mutter wieder rein. Ich werde nicht mehr bleiben. Ich nehme Mutter und ich werde gehen. Weit weg von dir. Das wirst du bereuen, Junge. Ich bin nicht dafür verantwortlich, wie dein Leben verläuft, wenn du gehst. Lennart, lass sie gehen. Sie haben lange genug unter deiner Herrschaft gelebt. Das war von dir zu erwarten, Paul. Du warst mir als Sohn immer eine Enttäuschung. Und Else, wenn du das tust, wirst du niemanden sonst finden, der dich liebt. Du betrügst sie doch. Du wirst ein nutzloses, altes Weib wie Ottilia sein, Else. Es ist vorbei, Lennart. Sie sind fort. Jetzt fühlt ihr euch nicht mehr so überlegen, nicht wahr? Ihr werdet alles verlieren, genau wie wir. Gebt auf, Müller. Es sind mehr von uns hier draußen als ihr in der Mühle und ihr könnt uns nicht alle erschießen. Rückt den verdammten Mönch raus, ihr Bastard. Ich habe nichts getan, ihr müsst mir glauben. Ich hatte nichts gegen Otto und nichts gegen die Bauern. Ich bin auf eurer Seite. Hä, der hat doch immer schlecht über die Bauern geredet. Ihr seid ein Lügner, ein Dieb und ein Mörder. Und jetzt bezahlt ihr dafür. Ihr seid alle des Wahnsinns. Das ist keine Gerechtigkeit und das wisst ihr. Euer Gerede wird daran nichts ändern. Ihr habt euch doch nie um Recht oder Gerechtigkeit geschert oder um Anstand und Angemessenheit, Lennart. Du hast mich all die Jahre lang gewähren lassen, Peter, und nichts unternommen. Du bist nie für etwas eingestanden und wirst heute nicht weiterkommen, du Feigling. Peter, Lennart, lass uns heute Abend den Frieden suchen. Solche Worte sind eines Christen nicht würdig. Ein Feigling? Ich? Komm herunter und stellt euch mir wie ein Mann, ihr elender Lunke. Bitte, so beruhigt euch doch. Wir können es doch friedlich regeln. Gewalt ist keine Lösung, Peter. Ihr dürft ihm dafür keine Schuld geben, Ulrich. Peter und seine Familie kennen nur Gewalt. Bei Christina hat es seinen Zweck erfüllt. Wie könnt ihr es wagen, ihren Namen in den Mund zu nehmen und noch zu behaupten, dass... Oh nein. Oh nein, die arme Frau. Lennart, ihr habt ihn getötet. Mord, ihr Monster. Verbrennt ihn, lasst ihn büßen. Gerechtigkeit. Ihr wart lange genug eine Bedrohung für diese Stadt, Lennart. Aber Mord, das habt ihr euch selbst zuzuschreiben. Lasst beide Mörder zusammen sterben. Oh shit. Oh mein Gott, ist das alles schlimm, was hier passiert. Andreas, Truppen nähern sich der Stadt. Wir müssen jetzt aufbrechen. Wir müssen ihn abgehen lassen, damit er mit den Soldaten des Herzogs sprechen kann. Ihr habt recht, gehen wir. Das ist schon hart, dass ihn das trifft. Das ist so sad. Warte ab, ihr könnt da rauskommen. Die Bauern werden euch nichts tun. Wirklich? Warum? Andreas hat den Mörder gefunden und es wurde recht gesprochen. Peter muss sein Wort halten. Bist du sicher? Bitte, Vater, ab. Die Soldaten des Herzogs haben die Stadt umstellt. Wir müssen ihnen zeigen, dass ihr nicht in Gefahr seid und die Bauern euch nichts als Geisel halten. Wir wollen kein Blut vergießen, Herr Vater. Gott sei Dank. Ist es vorbei? Endlich. Was ist an der Mühle geschehen? Wurde jemand verletzt? Wir haben Feuer gesehen. Und wo ist Bruder Guy? Was ist mit ihm geschehen? Oh je. Yeah. Peter, haltet ein. Ihr habt eure Gerechtigkeit bekommen. Ihr habt geschworen, dass ihr dem Abt oder den Brüdern kein Leid zufügen würdet. Wisst ihr noch? Das habe ich. Heute muss nicht noch jemand sterben. Der Abt kann mit dem Herold des Herzogs sprechen. Ihr habt Lennart für seine Taten zur Rechenschaft gezogen. Wir können den Herzog überzeugen, dass hier heute Gerechtigkeit geübt wurde. Otto ist tot. Ulrich ist tot. Wir können diese Sache überstehen, Peter. Es besteht noch Hoffnung. Alles kann wieder so werden wie zuvor.
Genau, so wie vorher. Als wäre nie etwas passiert. Peter. Oh, jetzt zündet jetzt nicht die Bibliothek an. Ach no. Was ist... Was habt ihr getan? Vater? Gott beschütze uns. Er hat die Manuskripte in Brand gesetzt. Nichts wird sich je ändern. Die Bücher. Vater, was hast du nur getan? Wir brauchen das Wasser aus dem Brunnen der Schwestern. Schnell, bevor das Feuer sich ausbreitet. Peter, die Soldaten sind in der Abtei. Dort kommen sie. Wir müssen so viele Bücher retten, wie wir können. Nein, wir müssen verschwinden. Gott, steh uns bei. Ah, nur raus, raus. Blau, wie konnte das nur geschehen? Wir müssen gehen. Andreas, gehen wir. Tut mir leid, ich kann nicht. Was? Andreas! Was? Oh, wie schlimm das alles ist. Einfach nur eine Tragödie. Oh nein, der Schäfer da unten links in der Ecke. Oh. Schrecklich. An alle interessierten Parteien bezüglich der Investitionen, die dem Nürnberger Künstler Andreas Mahler für die Erstellung eines Wandgemäldes in der Liebfrauenkirche getätigt wurden. Oh, wurden. Das Kammergericht bestätigt die Urteile des Nürnberger Stadtgerichts und des Nürnberger Stadtrates von 1526 und 1527. 26 und 1527. Alle Kläger haben Verträge mit Klauseln für die Rückzahlung ihrer Investitionen unterzeichnet. Da Andreas Mahlers Tod unbestreitbar durch höhere Gewalt erfolgte, also im Rahmen einer vertraglich festgelegten Ausnahme, bleibt sein Nachlass von Haftungsansprüchen freigestellt. Im Interesse der Freiheit der Frau darf seine Witwe Sabine alle fraglichen Investitionen behalten. What? Der 15. Tag im Februar, Anno Domini 1534. Das ist jetzt das Ende? Was? Aber warum? Uiuiui. Fühlt sich an, als würde es dieses Jahr schon früh kalt werden, oder? In meinem Alter fühlt es sich an, als käme die Kälte jedes Jahr früher. Aber wir brauchen diese Kälte, damit die Blätter fallen und die Galläpfel mit ihnen. Was? Ihr wollt nicht auf den Baum des Heiligen klettern, um sie zu pflücken? Schon in meiner Jugend hätte das ein göttliches Eingreifen erfordert. Nein, danke. Ich werde am Boden bleiben und geduldig darauf warten, dass der Herr mich versorgt. Aber habt ihr keine Tinte im Laden eures Vaters?
für die Presse. Er lässt sie liefern. Das hier ist nur für meine eigenen Zeichnungen. Außerdem fühlt es sich manchmal gut an, etwas auf die althergebrachte Art und Weise zu tun. Und althergebracht ist sie. Ich muss das wissen. Der Ötz ist erwachsen. Hey, Max, Schwester Gertrude. Gott segne euch, Meister Zimmermann. Ich habe euch gesagt, dass ihr mich nicht so nennen sollt. Was, Max? Warum? Mich nennen die Leute Ötz. Beschwere ich mich deswegen etwa? Dabei ist es nicht einmal ein Name, es ist ein Tal. Ihr mögt den Namen Ötz. Und? Warum seid ihr so hochnäsig? Meister Zimmermann, würdet ihr Maria Magdalena, Zeugin des Todes und der Auferstehung unseres Herrn, Max nennen? Wohl nicht. Dann scheint es nur angemessen, dass ihr Fräulein Druckerin bei ihrem vollen christlichen Namen nennt. In Ordnung. Tut mir leid, Schwester. Tut mir leid, Max. Magdalena. Wie auch immer, euer Vater will euch sehen. Was? Warum? Ist er nicht im Rathaus? Doch, ihr sollt seine Skizzen für das Wandbild holen und ihm bringen. Na gut. Genug der Beleidigung für den Moment. Ich war auch fast fertig. Gott segne euch beide. Bald euch, Magdalena. Der Rat wartet. Ich bin nicht sicher, warum ich das machen muss, aber ich sollte wohl besser gehen. Ich glaube, Papa hat die Rathauspläne auf seiner Werkbank zu Hause gelassen, neben der Drückerpresse. 7. Das Wandbild. Oktober 1543. Also, es war doch noch nicht das Ende. Wir sind jetzt Magdalena. Agnes sammelt hier jedes Jahr Kamille, um ihre Heilmittel für das kommende Jahr vorzubereiten. Der Schrein der heiligen Satya. Vor allem Martha hinterlässt gerne Opfergaben für sie. Ich kann nicht glauben, wie schnell die Blätter sich in diesem Jahr verändert haben. Es ist schön, zu dieser Jahreszeit etwas Grünes zu sehen. Andorn ist eine der wenigen Pflanzen, die hier ganzjährig wächst. Ach, guck mal, wer wieder bei Adam zu Gast ist. Hallo, Magdalena. Hallo, Magdalena. Es ist schön, zu dieser Jahreszeit etwas Grünes zu sehen. Immer noch Andorn. Der Köhler geht immer noch seiner Arbeit nach.